So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Sky. Und wir haben heute vor, das fortzusetzen, was wir letztes Mal angefangen haben, beziehungsweise umzuändern, denn wir brauchen ja Energie unbedingt oben im Haus dann. Und dafür habe ich letztes Mal die Redstone-Fabrik gebaut. Und heute wollen wir daraus RedNet-Cable machen und diese zu uns nach oben verlegen praktisch. Wir starten auch sofort rein, denn ich bin schon auf dem Server. Und ich habe gerade schon nachgeschaut, was wir hier in der Kiste drin haben. Das habe ich nämlich hier offscreen fertig gebaut. Ich erkläre es mal ganz kurz, wie es jetzt funktioniert. Hier, das ist der erste Pulverizer, in dem ist einfach Cobble, der zu Gravel wird. Dabei kommt das Nebenprodukt Sand raus. Sand geht dann hier runter in die Pipe, bei dem Output, bei dem Second Output. Das Gelbe ist immer Second Output. Und geht dann hier in die grüne Pipe, ja? Also in die grüne Richtung. Das heißt hier hin. Und hier ist es dann ganz simpel. Hier geht es dann nur nach Rot, weil es darf nicht hier nach oben gehen. Aber das habe ich eh, es ist eh egal. Ich habe es nur zur Sicherheit gemacht. Ich hätte es auch mit Cobble machen können. Und das geht dann einfach nach Rot, aber halt nur Dust. Nein, Quatsch, deswegen brauche ich die Pipe. Das war jetzt Blödsinn, was ich gesagt habe. Denn, es ist wichtig, hier, wenn ihr schaut, Dust geht nach Rot, aber das andere muss hier reingehen in das Blaue, in den Input, und zwar Sand. Also der Sand geht praktisch hier raus, rup, hier rein und dann in das Ding hier rein, weil hier ist Sand, der zu Dust wird. Und da ist es so, dass hier beim Sand, also Gravel zu Sand, kommt das Nebenprodukt raus und der geht eben nach Rot. Und Rot ist halt hier rüber und dann hier hoch und es geht dann oben in das Gerät hier rein, wo jetzt Spark drin chillt gerade. Eigentlich sollte ich das immer so oft neu setzen, bis ich da drin bin, aber es ist erstmal egal. Und daraus wird dann eben gesieft. Ich könnte das auch noch compressen, dann geht alles nochmal ein bisschen schneller, glaube ich, aber ist egal. Ich bräuchte eigentlich verzauberte Bücher als nächstes, aber ich brauche sowieso mehr Energie. Ist ewiger Teufelskreislauf, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier unten. Warum droppt hier Sand raus? Das dürfte eigentlich nicht passieren. Achso, weil das voll ist, ja. Nevermind, das ist voll, okay. Hier unten kommt dann das Zeug rein: bisschen Blaze Powder, Bone Meal. Das ganze Powderzeug. Und das Powderzeug werde ich jetzt noch umleiten. Das soll nämlich direkt in diesen Hopper hier reingehen. Darum werde ich mich noch gerade mal ganz kurz kümmern. Aber ansonsten haben wir da jetzt schon einen Stack Redstone circa drinnen. Ist nicht das Allermeiste, aber das geht schon ganz gut eigentlich. Ein Stack Redstone ist schon in Ordnung, finde ich. Ich glaube, ich habe eh alles oben dafür. Ach so, übrigens, wenn ich die Folge hier gerade aufnehme, dann werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum ist das nicht das PvP-Event, wenn das bei anderen gerade online geht. Bei mir war das Ding, ich hatte zuerst keinen Teampartner für das Event und dann dachte ich mir, okay. Dann nehme ich nicht teil, ist ja auch kein Drama, und habe mir etwas anderes vorgenommen. Und dann war ich halt weg, ja, während die aufgenommen haben. Und jetzt, wo ich wieder da bin, beziehungsweise jetzt, wo ich kam, genau kurz vor dem PvP-Event wieder praktisch, hieß es dann, man darf auch solo antreten. Das hätte ich gemacht natürlich, aber das wusste ich dann nicht, weil ich eben weg war, weil ich mir gedacht habe, ich bin sowieso nicht dabei. Aber nächstes Mal bin ich dann, denke ich, wieder dabei. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, ich nehme hier eine Wooden Pipe raus und ich brauche dann noch eine Redstone Engine natürlich auch und Cobblestone Pipes. Beziehungsweise eine Diapipe brauche ich eigentlich. Ja, ich brauche eine Diapipe und keine. Warte mal, wie mache ich denn das generell, dass ich das da überhaupt hinbekomme? Es soll ja. Im Prinzip bräuchte ich. Ich kann ja nicht sagen, dass spezielle Items rausgehen soll, weil sobald ich die Woodpipe hinmache, geht ja alles raus. Also ist das gerade schon Quatsch. Ich muss das händisch rausnehmen einfach, glaube ich. Weil ich kann das gar nicht viel anders machen. Aber die Kiste wird sich unten eh nicht füllen. Weil das Ding ist ja, die Woodpipe, die pumpt dir dann automatisch alles schon raus. Und dann kommt die Diamond Pipe erst drauf. Oh shit, das sind Sachen drin, die gar nicht hingehören. Die kann ich gar nicht filtern. Und dann ploppen die einfach raus und despawnen. Und das wäre dann zum Beispiel das Redstone. Und genau deswegen haben wir das ja gemacht. Also das wäre ja Schwachsinn, das so zu regeln. Deswegen nehme ich das einfach manuell raus. Und schmeiß das drüben in die Maschine rein. Weil das wird sich nie füllen, versteht ihr? Das wird sich nie füllen. Hier ist schon wieder ohne Ende Aluminium drin. Ich krieg's Kotzen hier. So, dann können wir hier einfach alles vollfetzen. Easy. Und dann arbeitet das Ding. Wie es halt gehört, ne? So, und das Zeug legen wir da hin. Das brauchen wir nicht mehr. Das Redstone nehme ich direkt mit. Genau. Das sollte ich natürlich machen. Das wäre nicht so gut, wenn ich das vergessen würde. Oh, was machst du hier? Warte mal. F7? Ich kann mir langsam echt nicht mehr erklären, wie diese Zombies hier hinkommen. Weil hier kann keiner spawnen. Hier darf kein Zombie spawnen, laut F7. Weil der kann nur in das Smeltery spawnen. Oder ist das die Smeltery? Ist es unter der Smeltery? Hä, wie kann man denn da. Was ist da unten, bitte? Okay, das verstehe ich nicht so ganz, aber ist mir auch egal. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich ignoriere es jetzt einfach mal ganz gekonnt. So, und ich müsste eigentlich irgendwo. Habe ich das hier oben schon oder habe ich das noch unten? Ich habe das hier schon eingeordnet. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ich vergesse das nämlich immer wieder, wo das drinnen war. Ich glaube aber. Hier drin war das. Ja, hier ist Rubberton, richtig. Und daraus mache ich eben diese Rubberbars und daraus mache ich wiederum die Plastic Sheets. Ich sollte mir hier oben Öfen machen. Das wäre gar nicht so blöd eigentlich. Ich nehme mal. Ich habe eigentlich Cobble, ja. Machen wir direkt die Öfen hin. Beziehungsweise, da habt ihr euch so drüber beschwert, dass ich mir keine Slab-Öfen mache. Jetzt mache ich mir Slab-Öfen, einfach nur, um euch zufriedenzustellen. Ich hoffe, ihr schätzt das. Wenn nicht, gibt's Schläge. Weil diese Slab-Öfen, kann ich aber zum Beispiel hier reinstellen, habe ich direkt zwei. Das kann man ja gar nicht machen. Was labert ihr denn? Es hat überhaupt keinen Sinn, Slab-Öfen zu machen, wenn man die gar nicht aufeinander stellen kann. Das ist ja richtig bescheuert.
Was hat denn das für einen Sinn? Ich meine, dann kann ich die halt unten alle auf den Boden stellen, aber es sieht auch scheiße aus. Aber die kriegen auch jemals einen Stack Kohle jetzt und erstmal einen halben Stack Rubber Bars, weil ich habe jetzt gerade... Obwohl, eigentlich kann ich gleich einen ganzen hier reinfetzen und dann mache ich einfach auf der anderen Seite, mache ich Raw Rubber ran. Weil dann kriegen wir von beiden wieder einiges. Weil das brauche ich ja für die Rednet Cable jetzt, kann ich euch kurz zeigen hier. Die Rednet Energy Cable will ich ja machen. Und dafür brauche ich Redstone, Gold und eben die Rednet Cable. Und die muss ich als erstes machen, dafür brauche ich Redstone und Plastic Sheets. Und die will ich benutzen, um eben die Energie zu leiten. Ich weiß, ich produziere jetzt noch nicht genug Energie. Also das unten ist ja noch nicht genug Energie. Ich kann aber mit meinen Ressourcen, die ich habe, genug Energie produzieren lassen. What the fuck? Ich nehme an, Gomme ist wieder aktiv. Das stand, ich habe heute schon mal aufgenommen, das stand noch nicht da. Die Folge, die ihr gestern gesehen habt, die habe ich auch am selben Tag aufgenommen. Nur irgendwie 8 Stunden dazwischen. Also Gomme war fleißig. Das ist jetzt halt ein Spoiler, aber da kann ich, wie kann ich das nicht spoilern? Okay, egal. Lassen wir es gut sein, okay? Die kommen gerade alle vom PvP-Event übrigens zurück. Lass mich kurz überlegen mal. Ich habe jetzt, das Haus hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich wollte gerade irgendetwas... Rednet Cable, Energie, genau, ich wollte über Energie erzählen, denn ich kann ja mehrere Energiequellen machen. Es gibt viele Energiequellen und ich habe überlegt, dass ich mein Haus generell so baue, dass die einfachsten Geräte da drinnen, wie zum Beispiel diese Redstone-Maschine, eben dadurch gepowert werden. Denn mein Haus, ich habe das Bild noch nie gezeigt, aber oben wird es ein Wasserrad geben und das werde ich zu drei, also das ist halt so ein, das ist ein Steampunk-Bauhaus, was ich nachbaue praktisch. Und auf der Vorlage, da gibt es so ein einziges Wasserrad, was halt aus normalem Vanilla Minecraft gebaut ist, wo so Wasser runterfließt. Das werde ich zu drei machen, weil man immer drei aufeinander machen kann. Dann gibt es zwei Windräder außen im Haus, eins links, eins rechts, werde ich auch hinbauen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, das kann ich nämlich dazu machen, einen Blitzableiter ganz nach oben zu bauen. Ein Blitzableiter erzeugt dann nämlich auch Energie und wenn es einmal gewittert, dann lädt er direkt alle meine Speicher auf praktisch. Da werde ich extra Speicher nur dafür machen. Und was es noch gibt, ist, das hat glaube ich Ben schon verwendet, das schaue ich mir jetzt gleich mal kurz an. Das ist ein Thermodynamic Generator, glaube ich, heißt das. Das sind so die einfachsten Energiequellen, ohne dass man direkt irgendwie einen Biodiesel Fuel Generator baut. Weil dafür brauche ich eine automatische Farm. Werde ich auch bauen, klar, selbstverständlich. Aber das sind halt die einfacheren Sachen jetzt. Und mit den Ressourcen, die ich habe, kann ich das locker machen. Ich müsste nämlich eine automatische Seed Farm bauen, damit ich an das andere hinkomme. Warum sind hier überall... Ist sein Haus ein Jump'n'Run? Na guck mal, der hat aber auch schon eine Menge gebaut. Ich hoffe, ich spoilere da jetzt nicht allzu viel. Aber ganz kurz mal, das ist der Improved Blast Furnace. Den werde ich zum Beispiel auch demnächst irgendwann mal bauen. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, war das hier. Das ist der Thermodynamic Generator. Da machst du nämlich einfach so einen Thermoelectric Generator. Tut mir leid, okay. Wollte niemanden verletzen oder so. Und der hat da, da tust du auf beiden, auf einer Seite, also der hat ja vier Flächen, die gedeckt werden müssen. Und auf zwei Flächen muss kalte Flüssigkeit, auf zwei muss heiße. Und das kannst du halt so heiß und so kalt machen, wie du willst. Je heißer und je kälter, desto besser natürlich. Und Ben hat hier verwendet einmal Gelid Cryotherum. Das kennt ihr vielleicht noch aus Mark. Das ist so die Flüssigkeit, womit ich meinen Riesenreaktor gekühlt habe. Und die Lava, ich weiß gar nicht, was das für eine Lava ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist keine normale Lava. Das ist so eine spezielle Lava, die extrem schnell fließt, so wie Wasser, und die Blöcke schmilzt. Ich weiß aber gerade nicht, wie die heißt, ist das Problem. Was hat denn hier drin? Essence, ah, okay. Mob-Essence, ja, Mob-Essence. Ja, Ben ist fleißig, also ich hätte nicht gedacht, dass er sich so in ein Modpack rein hamstert, aber das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Und hier draußen seine Wasserräder gebaut. Also auf die Energie bauen halt die meisten Leute gerade. Ein Blitzableiter hat, glaube ich, noch niemand. Und weil ich so ein hohes Haus habe, ist es für mich speziell einfach, einen zu bauen. Weil ein Blitzableiter, den baust du aus Stahlfurnissen, Stahlfenzes. Und je höher der ist, also die Leitung, je weiter von oben die nach unten geht, desto mehr Energie charge die mit einem Blitz praktisch. Und das geht bis zu 40 Millionen EF, glaube ich, mit einem Blitz, wenn du das maximal baust. Du kannst dann oben noch eine Fläche bauen, aus diesen Fensters, wie sag ich mal, Furnace. Und wenn da der Blitz einschlägt, dann ist das eine größere Fläche, die da geladen wird. Und dann geht das alles nach unten rein. Und ich habe eben geplant, dass ich den Generator dafür unten irgendwo im Kern hier baue. Und dass dieser Fenster ganz nach oben geht. Mein Haus wird ja nochmal circa ein Viertel oder ein Drittel von dem, wie es jetzt ist, kommt nochmal oben drauf. Na wohl, ein bisschen mehr sogar. Circa die Hälfte davon nochmal sogar. Also das Haus wird nochmal doppelt so groß. Und das geht einfach bis ganz nach oben durch und oben schaut es dann raus und dann kommt oben der fette Blitzableiter hin. Und das ist dann so praktisch, ich logge mich aus, habe dann später auch einen Chunkloader drin, habe ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders mein Grundstück lädt, ich schätze aber schon. Und dann schlägt einmal ein Blitz da oben ein und der reicht dann, damit er meine ganzen Speicher füllt für keine Ahnung wie lange, ja. Weil das wird halt locker reichen. Aber das ist halt alles Stuff, der in der Zukunft passieren wird. Also das sind so meine Pläne gerade. Ich werde sowieso das Haus weiterbauen müssen. Das werde ich im nächsten Stream irgendwann mal wieder machen, glaube ich. Beziehungsweise ich werde das Lagersystem zuerst fertig machen und dann werde ich das Haus weiterbauen. Und währenddessen soll alles so ein bisschen automatisch laufen. Nur ich will halt das Haus erstmal haben, damit ich eine Energiequelle erzeuge. Beziehungsweise diesen Thermogenerator-Krams, den kann ich auch dann schon ohne bauen. Also da brauche ich kein Haus, weil das werde ich sowieso nicht im Haus haben, sondern unten. Weil der verbrennt sonst mein Haus. Versteht ihr, ne? So, Plastic Sheets.
Das ist das, was ich am besten kann. Und Rednet Cable. Dann brauche ich jetzt ein Stack Gold. Und ich glaube, mehr brauche ich dann eh nicht. Mache kurz ein paar Redstone-Blöcke. Machen wir einfach mal so. Ich kann eigentlich machen, was geht so erstmal. Ja, zack, 4 Stück. Kriegen wir mal ein paar von den Cables raus. So, 24. Das ist für den Anfang. Ja, das ist ganz nice eigentlich. Die möchte ich dann jetzt so nämlich legen, dass Energie von unten, von meiner bisherigen Energiequelle, bis nach oben in mein Haus reingeht. Der Punkt ist halt nur, es ist ein bisschen tricky, das zu machen, weil das Kabel kann ich hier außen nicht verstecken. Das habt ihr sicher schon gemerkt. Das heißt, ich muss mir da was anderes für einfallen lassen. Meine Idee wäre gewesen, ich baue eine zweite Säule wie diese hier. Beziehungsweise die mache ich jetzt gleich aus Darkwood, weil ich sag schon immer, ich sag wieder Darkwood, Alter. Ich trigger mich selbst damit, ich weiß. So, nehmen wir die Dark Oak Planks. Ich sage einfach Darkwood, okay? Ist es okay für jeden? Bitte nicht haten, danke. Es war gerade sogar blöd, was ich gemacht habe, weil ich das gar nicht verwenden will. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich brauche Spruce Logs dafür. So, okay, alles klar. Jetzt haben wir es. So, und davon werde ich jetzt ein paar zersägen. Ich mache erstmal so, ja, machen wir mal 20 Stück, das soll passen. Weil die machen wir jetzt sowieso nochmal kleiner und dann machen wir die nochmal kleiner zu covern. Und dann brauchen wir auch solche Strips. Okay, das sollte, glaube ich. Obwohl, ich brauche mehr Strips wahrscheinlich. Aber ich fange erstmal an. So, das Kabel soll erstmal im Keller rausgehen. Und ich hätte mir gedacht, ich mache zwei so Säulen. Die eine soll hier hochgehen. Dann stützt es auch so die Treppe. Und die andere soll demnach dann hier hochgehen. Das heißt, die fängt hier an. Und das ist ja ziemlich in der Nähe von meinem Keller zumindest schon mal. Also ist ein guter Anfang. Und das heißt, hier legen wir das Kabel ran. Und das geht ganz easy dann einfach mit den Covern außen. So. Und hier muss dann dementsprechend dieser Strip ran. Das ist ein bisschen aufwendig, das hier zu bauen so. Aber glaube ich, doch der einfachste Weg, wie man das so machen kann. Wenn man nicht festbackt. Oh Gott, damn. Ist echt ein bisschen stressig, das zu bauen, aber jetzt habe ich es eh schon fast geschafft. So, und dann passt das sogar perfekt hier rein eigentlich, ne? Wenn es mir gerade so einfällt. Jawohl. Und hier kann man das dann nochmal so hochziehen und dann noch hier den hier machen. Und hier oben könnte man das dann dicht machen. Also hier, das ist dann, da brauche ich dann das Darkwood-Zeugs. Ich werde, glaube ich, offscreen, werde ich mal das ganze Ding hier ersetzen. Das ganze Spruce-Wood durch Darkwood. Weil so langsam stört mich das echt schon so ein bisschen, dass ich hier jetzt beim Haus praktisch gar nichts mehr weiterbringe, weil ich jetzt mal nicht am Haus gestreamt habe. Aber ihr wollt ja wieder die Technik folgen, ne? Und ich darf sie auch wieder. Das ist halt das Wichtigste. So, jetzt will ich nur mal hier kurz raus, bitte. Das dauert jetzt ein bisschen. Ein bisschen raus, danke. Ja, bitte. Ja. Okay, alles klar. Das Ding ist aber, ich sollte, glaube ich, eh fast da reinspringen, weil ich dann nochmal da hoch muss. Was ich mich nur gerade frage, ist, wie ich das hier bei der Treppe mache, aber ich glaube einfach so. Nur dann kann ich das hier halt nicht wirklich abdecken, außer ich mache da. Ich kann da noch so einen Strip hin machen. Aber wie mache ich das dicht hier? Das ist halt ein bisschen beschissen gerade. Okay, dafür muss ich mir gleich noch was einfallen lassen, aber ich glaube, da gibt es ja auch eine Lösung. Beziehungsweise vielleicht mache ich einfach gar nicht diese Höhe mehr. Ich mache das gar nicht mehr. Ich setze hier einfach direkt dann den Slab drauf, aber dann, ich muss es trotzdem machen. Beziehungsweise ich muss das sowieso hier hochbauen, weil sonst geht das Kabel ja nirgends hin. Ja, das ist ja alles klar. So, jetzt habe ich auch keine solchen Dinger mehr. Aber jetzt bin ich eh schon fast oben. Das muss dann auch noch dahin. Das muss noch dahin. So, und dann muss halt dieses restliche Zeug jetzt noch ersetzt werden. Und, hier kann ich das auch noch hochziehen eigentlich. Oder halt dann hier schon Stonebrick machen. Keine Ahnung, wie ich das denn umsetzen möchte. Aber das hier muss auf jeden Fall dann noch weg. Und dann kann ich hier praktisch auf demselben Weg das Zeug hier reinschummeln, wie ich es drüben schon gemacht habe. Also sprich, einfach hier daneben hin machen. Das müsste ja prinzipiell funktionieren. Ich kann es auch dahin gleich machen. Ja, genau. Machen wir es einfach dahin direkt. Da brauche ich halt nur für da unten eine Lösung jetzt. Wenn ich da ein Cover hinsetze, kann ich dann immer noch durchlaufen? Ja, kann ich. Dann könnte ich da einfach Cover hinsetzen, weil ich glaube, das wird nicht mal auffallen. Obwohl, ich mache den ganzen Boden hier aus Covern. Aber nein, das ist umständlicher. Jetzt geht es erstmal darum, wie ich das Kabel hier reinkriege. So, nämlich auf diese Art und Weise. Warte mal, war hier überhaupt Kobbel? Stimmt das gerade? Moment. Nein, warte mal, hier gehört kein Kobbel hin, hier gehört Stonebrick hin. Ups. Ich glaube, ich habe es jetzt wieder gefixt. Wie kommen die hierher? Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass die von da oben runter droppen auf, das Haus von. Warte mal, der gehört aber weg. Ich bin gerade vollends verwirrt, muss ich sagen. Jetzt stimmt's, oder? Jetzt müsste es stimmen, ja. Es ist komisch, okay. So, das muss jetzt aber weg, wie gesagt. Dann können wir das wieder hier oben reinsetzen. Genau, und hier kommt dann einfach Kobbel hin. Beziehungsweise das da hinten ist ein Stonebrick. Der hier, oder? Ja, genau, der ist ein Stonebrick. Kobbel. Stonebrick. Kobbel ist der. Okay, passt. So. Dann kommt hier diese Pipe eben rein und die geht jetzt hier nach unten. Das Rednet Cable. Ich spiele kurz hier drauf.
und baue mich hier mal kurz hoch. Muss ich halt wie gesagt noch einen Weg finden, wie ich das dann hinkriege. Aber ich glaube, das ist dann eher ein geringeres Übel, würde ich sagen. Beziehungsweise das sollte eins tiefer sein, habe ich gesagt, ne? Warum ist das jetzt schon wieder hier? Das ist nicht richtig, Bro. Nee, nee. Oh, warte mal, die Stair darf nicht weg. Das wäre zu viel des Guten. Und wie setze ich die am besten jetzt wieder hin? Dann muss ich hier einen Block setzen. Aber ob es dann nicht sinnvoller wäre, das doch oben zu machen? Weil, schau mal, wenn ich hier das jetzt mache, hier ist es dann sowieso sichtbar, weil ich hier keinen Block hinmachen kann. Das heißt, da muss ich ein Cover hinmachen. Ja, ich mache das oben, komm. Was soll der Geiz? Dann können wir das hier nämlich einfach wieder zumachen. So, als ob nie was gewesen wäre. Ne, das sieht doch nicht schlecht aus. Da muss man das jetzt nur noch nach oben fixen, aber so kriege ich halt das Kabel hier erstmal rein. Das ist erstmal das Wichtigere gewesen. Dann muss ich mich hier kurz frei bauen. So. Das dürfte keine Stair sein. Genau, dann kann ich das einfach abbauen hier nämlich. Dann gehe ich mir nämlich einen kurzen Platz nach drüben verschaffen, damit ich das hier in das Ding hier reinbekomme. Das ist jetzt das Wichtigere, gerade mal. Lass mich mal überlegen, wie ich das am besten angehe. Ich glaube, die einfachste Lösung wäre, wenn ich das Kabel einfach nach oben setze, ne? So wie ich das gerade sehe. Also sprich einfach hier entlang. Wobei, warte mal, das ist auch blöd. Dann kann man das ja, da muss ich das hier hinten besser verstecken. Ja, aber ansonsten ist es nicht schlimm. Ja, das geht eigentlich. Aber ich kann das auch eigentlich ans Tiefer halten, fällt mir gerade auf. Weil das ist ja auch nicht schlimm, wenn das hier einfach ans Tiefer ist. Das ist sogar besser. Mal guck mal, ich kann hier überall noch eins wegnehmen. Das ist super easy. Ja, dann halte ich das einfach ans Tiefer. Dann muss ich das hier gar nicht machen. Dann kann ich oben easy das Holz hinsetzen. Und keiner hat ein Problem. Das ist super einfach. Genau. Und wenn ich das jetzt einfach dann hier hinsetze, dann bin ich eingeschleust. Jetzt kann ich einfach hochgehen. Und da lege ich dann so Stück für Stück mein Kabel nach oben und dann komme ich damit überall hin. Das ist super einfach. Weil ich glaube auch, dass die Rednet-Kabel meines Wissens nach keinen Verlust an Energie haben. Das heißt, egal wie hoch ich die baue, die werden nie weniger Energie abgeben, als sie es von Anfang an tun. So. Also wird immer gleich sein. So, dann kann ich hier wieder zumachen, ohne Bedenken. Hier muss ich sowieso nochmal alles schöner machen. Das ist eh super hässlich hier. Und ich muss gerade immer schauen, wie ich das hier gemacht habe. So. Warte mal, den sollte ich nicht als erstes machen. Wieso habe ich eigentlich ein Lapis im Inventar jetzt? Ich glaube, ich habe einmal den Caches versehen angeklickt, kann das sein? Das war's. Dann müssen wir jetzt hier noch covern und dann passt das eigentlich. Aber das sind halt Sachen, die ich offscreen mache. Ich versuche das mal irgendwie so rauszufuchsen, wie ich das am besten offscreen mache. Falls ihr dann noch Tipps habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Aber das ist halt so diese Säule und damit kommen wir dann erst bei der Energie nach oben. Wie gesagt, ich werde offscreen ein bisschen was schauen, dass ich da was hinbekomme. Und nächste Folge, mal schauen, was wir da dann machen. Muss ich mir noch überlegen. Aber das geht schon in die richtige Richtung mit dem Zeug hier oben dann. Das ist schon, das gefällt mir, ja, muss ich sagen. Okay, alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die dann natürlich morgen kommt. Der nächste Livestream wird vermutlich am Montag sein, aber ich weiß nicht, ob ich das Sky streame, kann ich nicht garantieren. Aber naja, ihr werdet es eh in den Videos angekündigt bekommen. Ansonsten geht auf meinen Discord, der erste Link in der Beschreibung, da könnt ihr einfach drauf joinen. Was ich auch in der Beschreibung verlinkt habe, ist noch der Merch. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch was gibt, aber ich wollte es nochmal sagen, dass wir die Restbestände der Kollektion auskaufen. Das sind jetzt, glaube ich, noch eine Tasche und 9 oder 10 T-Shirts. Der Rest ist weg. Also wenn ihr noch irgendwas davon haben wollt, now is your time. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.